Und es geht weiter mit Skyward Sword. Beim letzten Mal gab es eine Niederlage gegen Fürst Jirahim, leider. Und ich habe mich dieses Mal besser ausgestattet. Und zwar, sieht schon, Herztrank, Herztrank, Herztrank. Ist zwar nicht aufgefallen, aber egal. Batterien sind auch neu drin. Ja, im Prinzip ist alles bereit für eine Revanche. Ich hoffe mal, die Cutscene müssen wir uns nicht mehr antun jetzt. Und können uns ohne das große Gelaber von ihm in den Kampf stürzen. Achso, wir können auf 2 das Ganze abbrechen. Weil die Cutscene kennen wir jetzt schon. Dunkelfürst Jirahim, zum zweiten Mal. Enttäuschen. Und verarschen. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Freundchen. Ah, jetzt macht er schon schön einen Trick. Genauso will ich nämlich treffen. Ha, ausgewichen. Schon ist Phase 2 erreicht. Jetzt kommen die Schwerter. Da ausweichen weiß ich immer noch nicht, wie das denn genau vonstatten gehen soll. Scheiße. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, und da habe ich keine Ahnung, was ich da machen soll. Wie ich da irgendwas reißen soll. Aber wie gesagt, ich mag den Typen nicht. Ist mit zwei unsympathischen anderen. Haut doch ziemlich rein mit seinen Attacken. Oh, das fing so gut an. Jetzt läuft so scheiße gerade. Ja. Wie ich da ausweichen soll, ich habe keine Ahnung. Na genau, natürlich. Falsch. Na geht doch. Ah, verdammt. Das geht, wenn er das macht. Die anderen Attacken sind schon mieser. Ja, genau die Attacke ist nämlich fies. Na komm her. Natürlich nicht so. So, das war Trank Nummer 1. Ja, gegen Jirahim kann man schon mal einen Trank verwenden. Das ist vollkommen in Ordnung. Ist jetzt zwar unverfeinert, aber egal. Der Trank, den ich habe, dürfte für die Verhältnisse reichen. Ja, verdammt. Da wollte ich gerade ein bisschen zu viel. Und das kommt dann davon. Oh, wo ist er? Achso, da ist er jetzt. Ja, verdammt, es wäre schön, ihn mal wieder zu treffen.
schon. Lass mich dich treffen. Ja, gut. Ein paar Mal getroffen. Wenn ihr die Chance habt, haut einfach nur drauf ohne Ende. Ja, verdammt. Gerade ein bisschen konzentrieren, weil das ist kein wirklich schwerer Gegner. Allerdings ist es auch nicht gerade ein wirklich leichter Gegner. Also der kann schon ziemlich nerven. Herztrank, Herztrank, Herztrank. Ja, verdammt, das sollte natürlich nicht passieren. Solche Dinger. Na, wenigstens treffe ich ihn. Ihr habt mich aber auch. Ich glaube, das war jetzt, ja, das war jetzt dumm, was ich gerade gemacht habe. Oh, direkt hinter mir. Direkt hinter mir, das ist nicht fair, Freundchen. Ja, genau in die Deckung rein. Aber es sieht bisher recht okay aus, muss ich sagen. Ist jetzt nicht gerade mein Lieblingskampf, aber weiß drum. Ich glaube, das war's. Du kleiner Narr! Ich bin Jirahim, der Dunkelfürst. Auch mit einem ach so legendären Schwert bleibst bloß ein Kind und dennoch wagst du es. Unwilliger Bengel, mein Zorn ist unendlich und unvergänglich. Wie lange es auch dauert, du sollst brennen und leiden. Und er verschwindet mal wieder. Okay, damit hätten wir Runde 2 gegen ihn geschafft. Jirahim zählt nicht gerade zu meinen Lieblingsgegnern, das sage ich jetzt schon mal. Die anderen in dem Spiel, die gehen wirklich. Aber Jirahim ist wirklich gerade der nervigste und vor allem vom Charakter ist er einfach nur ekelhaft. Mag ich gar nicht. So, die letzte Flamme.
Das Flammen hat dein Schwert gestärkt. Es hat nun die Kraft, das Böse zu vertreiben. Na, kommt euch das Schwert bekannt vor? Sieht doch im Ansatz einem gewissen Schwert sehr, sehr ähnlich. Epic. Das Triforce auf unserer Hand. Gebieter, dank der drei heiligen Flammen hat das Schwert nun seine wahre Form angenommen. Besitzen das Masterschwert. Ja, seht ihr, so ist das Masterschwert zustande gekommen. Jetzt kannst du das Zeitportal im Tempel des Siegels öffnen. Ich empfehle, zum Tempel des Siegels zurückzukehren. Ja, dorthin gehen wir noch, allerdings jetzt noch nicht. Speichern will ich auf jeden Fall. Und ich werde gleich nochmal zurück zum Tempel marschieren, denn da gab es noch Räume mit Schatztruhen. Und ich möchte wissen, was sich in diesen Schatztruhen verbirgt. Die Schatztruhen waren nicht sehr weit entfernt. Teilweise nicht weit entfernt. Das war jetzt richtig gefailt. Nein. Na komm. Schleuder wird reichen. Müssen wir nicht Pfeil und Bogen verschwenden? Gibt's hier nicht schon was? Nein. Nichts. Oh na. Was mache ich denn schon wieder für eine Scheiße? Ich renne hier einfach so wahllos in die Lavagruben rein. Das ist gar nicht so gesund für Link. Führt das jetzt hin? Na, nee. Nichts Interessantes. Da waren wir bald schon. So, Außenareal. Zu dem man auch ganz gut ganz gut von der Luft aus reisen kann. So. Da drüben in dem Raum gab es schon die erste der Kisten, die wir übersehen haben. Na egal. Tschüss. So, und zwar nehme ich hier irgendwo. Ja, da hinten. Hab ich ja voll übersehen. Was ist da drin? Ja, 29 Rubine. Obwohl eigentlich ist es ganz okay. Kann nicht schaden, so ein paar Rubine, ne? Jetzt haben wir da drüben noch was. Kommen wir nicht hin. Gegen die Hand können wir scheinbar gar nichts machen. Naja, tut ja im Grunde nichts. Ja, wir werden schon die Restzeit des Parts dazu nutzen, hier und da noch ein bisschen Secrets einzusammeln. Patronen, ein paar Rubine, Jiraim ist erstmal wieder weg. Wird uns also nicht mehr nerven. Und was den Siegelheim betrifft, das hat noch ein bisschen Zeit. Es ist auch gerade wieder relativ spät.
spät von der Aufnahme her. Also so Story-Relevantes werde ich heute, glaube ich, nicht mehr machen. Nur noch so ein bisschen, ja. Nur noch so ein bisschen Bonuszeug versuchen zu finden. Damals die Grabklauen. Das heißt, dann damit lässt sich bestimmt auch noch hier und da was finden. Ich sehe gerade. Na, ich glaube, da kann man nicht hin, oder? Ne, da ist nix. Da ist wirklich nix. Graben wir jetzt mal hier weiter. Komme ich da nicht durch? Natürlich komme ich da durch. Ich muss nur das Tor aufmachen. War ich hier drin schon mal? Aber ich habe keine Ahnung. Ich will es gerade einfach mal probieren. Und schauen, ob ich sowas erreiche. Auf die Art und Weise. Jetzt kommen wir da zu der Kammer hin. Gucken, gucken, gucken. Also auf jeden Fall war ich hier noch nicht. Ach, das wird mich bloß dahin. Ach nee, komm. Ja, das war jetzt... Okay, ich nehme es zurück. Sie ist doch ein bisschen gefährlich, die Hand. Na, die Truhe ist jetzt... Die Truhe ist natürlich da oben. Wo ist die letzte Truhe? Ist? Na, was könnte das sein? Na, das war jetzt natürlich richtig toll getimed. Das habe ich richtig gut hinbekommen. Wo könnte diese Truhe sein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch nur ein... Ach, Moment. Da drüben. Ich komme da eigentlich hin. Vielleicht, wenn ich hier so ein... Doch. So vielleicht. Obwohl, nein. Das bringt nichts. Na, warte. Na, warte. So. Ich schicke mal meinen kleinen Spion los. Eine Wand. Da ist bloß eine Wand. Ich habe keine Ahnung. Ob der Tor jetzt ein paar Ruine sind oder. Na, Herzteil kann nicht sein. Ach, wisst ihr was? Wir lassen die Tor einfach liegen. Das sind wahrscheinlich nur Rubine oder so. Nö, ich habe jetzt nicht groß Lust mehr auf diesen Dungeon.
Ne? Ich möchte wieder raus. Ist hier noch was irgendwie in diesem Dungeon zu sehen? Scheint bloß die eine Truhe zu sein. Naja. Ich glaube sowieso, das sind nur irgendwie Rubine oder so. Naja. Es gibt noch andere Secrets. Ja. Und was das für Secrets sein werden, das schauen wir uns an im nächsten Part von Skyward Sword. Bis dann. Tschüssikowski, Leute.